willkommen, liebe Leute. Hier sind die Nachbarsbauern und wir begrüßen euch ganz herzlich zur Folge. Weiß ich? Keine Ahnung, ich habe dich mitgezählt. Ich bin der Frank Gandhi, mit dabei natürlich der Gaggi. Ohne den geht's hier einfach nicht. Ich habe mir schon in der Zwischenzeit den Mulcher vom Gaggi ausgeliehen. Der ist ja gerade noch irgendwie bei den Zuckerrüben und sucht den Hasen oder so, keine Ahnung. Aber das wird er euch mit Sicherheit mit gleich erzählen. Jo, hallöle. Zuckerrüben, wir sind eigentlich fertig, aber ich sehe hier gerade, hier am Rand ist noch eine Reihe, die nehmen wir mit. Also, was stehen lassen tun wir definitiv nicht hier. Ja, und dann haben wir das gleich beendet hier, das Drama. Bin ich froh. Hat lange genug gedauert. Waren schwer verdiente 10.000 Euro, sagst du? Ja, wie gesagt, 10.000 und dann lassen wir uns gleich mal überraschen, was der Überschuss bringt. Weil wir haben in der Zwischenzeit die Meldung bekommen, Lohndienstleistung abgeschlossen. Ich habe auch schon geguckt, wir fahren gleich zu einer anderen Verkaufsstelle hin, weil wir da einen besseren Preis bekommen. Und ja, so schaut die Sache aus. Ja, was schätzt der, kriegst du dann noch runter an Litern? Kann ich dir gleich sagen, wenn ich das in den Anhänger gekippt habe. Ich weiß ja nicht, ob ich da noch was drin habe. Weil das Problem ist, wenn... da ist schon was drin. Gut, dann müssen wir zweimal fahren noch. So, das heißt, wir gucken mal. Er lädt über. Also wir haben im Roder jetzt noch 7600 Liter. Und hier haben wir 23, also 30.600 Liter sind Überschuss. Okay. Das ist ordentlich, würde ich sagen. Na, was ist so der Preis bei 300 Euro irgendwo, ne? Wir fahren zu 2,77. Also 10.000 Euro knapp. Boah, kann man machen. Max, ich meine, die Hälfte ist das. Ich meine, 1000 Liter Baumwolle geben 500 Liter Stoff, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann, glaube ich, nochmal die Hälfte, wenn man auf Kleidung geht. Aber festlegen will ich mich da jetzt nicht genau. Ja, die haben das mit dem Patch ganz schön geändert. Ne? Muss da mal gucken, ja, da muss man einfach nachgucken. Also, ich meine, irgendwie so war das. Es kann sein, dass sich das eben auch noch ein bisschen geändert hat. Also ich habe gesehen, bei der Möbelfabrik, da war es vorher immer 50 zu 70, zum Beispiel bei den Brettern. Und es haben es jetzt auf 5 zu 7 runtergedreht, ne? Also auf 10% runter. Oh. So, jetzt fahren wir mal hier den Berg hoch. Aber das heißt, wenn wir 10.000 da bekommen und 10.000 da, dann sind wir bei 85 ungefähr am Ende des Tages. Ja. Lohnt sich. Ja, für 20.000 Euro kann man das schon machen, ne? Ja, und jetzt kann von mir aus der Regen kommen. Ja, weiß nicht. Das letzte Mal, als der Regen kam, hatte ich nur noch die Show hier. Okay. So. Und wären die Zuckerrüben nicht so schwer, hätte ich auch nur die Hälfte an Abfahrten machen müssen. Aber wenn er sagt, der Hänger ist voll, dann ist der Hänger voll. Anhänger. Entschuldigung, ach so. Ja. Ja, da gibt's manchmal gibt's Leute, die drauf Wert legen. Ja. Deswegen lieber gleich korrigieren. So, und das Geld kommt rein. Ja. So, dumpetum. Jetzt will ich mal was gucken. Was denn? Zeigt er nicht an. Nee, dann machen wir lieber. Was wolltest du denn gucken? Na, ob er mir das anzeigt. Du kannst ja, wenn du, glaube ich,
Erträge in den Gerätschaften hast und die Mission abschließt, schreibt er die manchmal gut. Hm. Oh, hier in der Übersicht hat er es jetzt nicht angezeigt. Und da ist mir zu unsicher. Passt irgendwie, Max. Was denn? Er schreibt, es ist witzig, dass wir beide dieselben Ideen haben. Erst mit der Schafen und jetzt mit der Baumwolle. Hm. Weil in meinem Erlgrad-Projekt habe ich ja die Schafe mir als erstes geholt. Ja, im Teamprojekt waren die Zuschauer schuld. Ja, wir wurden uns nicht einig, sollten wir Hühner oder Schafe machen. Und dann habe ich mal eine kurze 10 Minuten Twitch-Umfrage gemacht und die ist 3-1 für Schafe ausgegangen. Und dann haben wir Schafe gekauft. Ja. Ja, ist halt auch relativ einfach, also günstig und einfach in der Handhabung, ne? Musst halt nicht viel machen. Ja. Ja gut, wir mussten in dem Falle zwar mehr investieren, weil eben Mähwerk und einen Ladewagen wir gebraucht haben. Mhm. Für Hühner hätte man halt irgendwo ein Weizenfeld angesät mit Maschinen, die wir haben. Und Drescher hätten wir auch schon gehabt. Also so gesehen wäre es einfach gewesen. Wir haben halt den ganz kleinen Pöttinger, glaube ich, Ladewagen ist das genommen und das kleinste Mähwerk. Und das reicht ja. Aber da der kleinste Pöttinger hat keinen Siliertank. Ja, gut. Wie gesagt, bei den bisschen Gras, was wir für die Schafe brauchen, spielt das, glaube ich, nicht wirklich die Rolle. Und das Siliermittel hält halt ewig, ne? Hm. Das habe ich schon getestet. Ja, habe ich auf dem Erlengrad-Ding habe ich das auch mit eingebaut in meinem kleinen Ladewagen. Der auch nicht, da geht's rüber. So, einmal wieder zurück zum Hof. Bring mir den Gacki seinen Mulcher wieder. Ach, fährst du da drüben gerade? Habe ich dich da gerade gesehen? Du musst kurz, weil ich bin gerade Richtung deinem Sonnenblumenfeld. Achso, nee, dann haben wir uns nicht gesehen. Ich muss da wieder den Berg hoch zum Abladen. Ich hab Hunger. Oh. Ja, es ist auch spät. Die Zeit, die rennt wie noch was. Ja, das ist ja flauschig. Hängen wir da noch eine dann, oder? Schon, oder? Eine geht auf. Also, wie gesagt, ich bin heute nicht so müde wie letztes Mal. Geht alles bei mir. So. Ja, so ein bisschen Überschuss wieder. 1-2 Folgen. Ja, also wie gesagt, von mir aus immer gerne. Ja, das freut mich. Max sagt, es macht Spaß, uns zuzugucken. Das ist das Ziel. So, Zuckerrüben. Weg damit. Und Mission abschließen. Aber schnell hier. Ja gut, 82.000. So, ja, was machen wir jetzt? Ach, guck mal, da ist ein Andi. Oh, 82.000 hast du. Wieso ruckelt das jetzt hier so auf dem Hof? Weiß nicht. Haben wir fast nicht vorwärts gelaufen. Vielleicht, weil ich so in HD bin oder in 4K. So, habe ich einen Flug? Habe ich einen Flug? Weiß ich nicht. Was ist auch nicht? Oder muss ich mir den auch von dir ausleihen? Ich brauche mehr Geräte von dir als von mir. Eier. Wo ist mein... Nee, ich habe keinen Flug. Wieso habe ich keinen Flug? Also da muss ich wieder aussteigen. Ja. So. Einmal runter mit dem Ding. Wir machen mal ein bisschen Eierpaletten schubsen. Mal wieder.
Mal gucken, ob die zweite genauso gut aufgeladen wird, wie die erste war. Ja. Erstmal müssen wir den Frontlader da dran bekommen. Ich glaube, ich brauche ein Gewicht an dem Flug, ha? Ja, beim Flug ist das schon sinnvoll. Oh Gott, das wird ja gar nichts hier. Hallo. Ey. Ja? Ach, ich. Der Frontlader das passt nicht. Der passt nicht? Der ist zu schmal für meinen breiten Traktor. Ich kriege nicht. Ich habe kein Zielwasser. Ah, jetzt passt das. So, ja, komm. Zack. Da drüben steht ein Traktor mit Gewicht. So. Dürfte ich Ihnen das Gewicht abnehmen? Dippidu. Einmal nach hinten. Motor gleich mal an. Da. Wir haben heilige Rehe hier. Hä? Wir können übers Wasser laufen. Oh, cool. So. Puh, Aliens. Es sind Aliens. Oder so. Warum gibt es kein Jagdgewehr in dem Spiel? Ja, zum Ende vom 19er gab es das sogar. Ja? Ja. Als Dings hier, wie die Kettensäge. Du konntest zwar nicht mit schießen, aber es war halt optisch da. Ach so, okay. So, jetzt müssen wir mal ganz akkurat arbeiten hier. Oh weh. Ja, wie gesagt, die erste Palette stand ja sehr gut und jetzt muss ich ja so weitermachen. Sonst gibt's da einen Mecker. Ja, du musst dich jetzt natürlich an meinen Ballen messen, ne? Na gut, das kriegen wir hin. Oi, na. Oh, das sagt er einfach so trocken. Das kriegen wir hin? Ja, da stotzt aber jemand vor Selbstvertrauen. Ah, blöde Palette. Wir stehen auch ein bisschen weit weg. Das geht so gar nicht. Oh, ja. So, dann pflügen wir das einmal hier. Danke, lieber Traktor. Schön, dass du hier einen eigenlebenden Frontlader entwickelst. Wieso? Ich wollte irgendwie einen Millimeter den Frontlader kippen und er meinte, er geht in die Ausgangsstellung und die Gabel zeigte nach unten und meine Palette. Ist sie. Ja, hallo, schon wieder. Was ist das jetzt wieder für ein komisches Ding? Das hatte ich auch schon zwei, dreimal den komischen Bug, dass der Frontlader irgendwie ohne Vorwarnung einfach sich immer weiter in irgendeine Richtung bewegt. So. Ja, genau das hatte ich jetzt eben zweimal gehabt. Absolut random halt. So, mal gucken. Ja, gut. Bisschen Luft muss zwischen den Paletten sein. Dann passt hier noch eine dritte hin und fertig. So, wie weit ist denn die nächste hier eigentlich? Ja, gut, die braucht noch ein bisschen. Wie lange brauche ich jetzt hier mit dem Pflügen? Aber ich geht relativ schnell, ne? Weil dein Flug ist ja ewig groß. Oh, so. Was machen wir jetzt noch? Mal gucken, was sagen denn unsere Felder eigentlich? Du kannst schon mal einen Tee kochen. Wachstum, was bist du? Oh, jetzt ist aber Pizza geworden mit einem Schlag. Das ist gekubert. Das hatte ich doch auch schon fertig gemacht. Hä? Irgendwie komisch. Wir müssen das mal direkt inspizieren.
Machen wir eine Vor-Ort-Kontrolle. Gras im Wachstum. Jo, ah, da könnte ich nochmal düngen. Okay. Genau, das ist vorbereitet. Für irgendwas. Das ist auch vorbereitet. Den hatte ich nur gemulcht, genau. Den könnte man noch grubbern. Wenn wir wirklich Richtung Baumwolle gehen. Wenn Steine drauf sind, kannst du den Sammler nehmen. Ne, sind keine. Das mit den Steinen ist weniger geworden, habe ich so das Gefühl, oder? Ja. Ist aber mit dem Patch heute gewesen, oder? Weil beim Patch davor war es doch eigentlich, hatte ich das Gefühl, dass es mehr geworden ist. Habe ich jetzt so nicht im Blick. So, jetzt muss ich wieder gucken, was war jetzt hier Mulcher und was war Grubber. Das sieht nach einem Mulcher aus. Ne, das ist der Wiesenroller. Der Wieso steht mir bei dir? Weil der Wiesenroller gehört mir. Ne, den habe ich gekauft. Den Wiesenroller oder den normalen Roller? Wir haben nur den Wiesenroller. Und die Walze, die Wiesenwalze habe ich gekauft. Die Wiesenwalze gehört mir. Dann hast du die normale Walze. Weil ich habe Mulcher, die Scheibenegge und die Wiesenwalze. Meines. Die Wiesenwalze ist glatt, ne? Ja. Ach, dann haben wir das so rumgemacht. Naja, gut. Naja, Gott, so wird das nix. So, dann gehen wir mal grubbern. Oh, ich muss hier ein bisschen, glaube ich, in die Nacht einarbeiten hier. Das ist ja widerlich. Tja, Mr. Spock, guten Abend. Jo, alles bestens, wie immer. Hallo, Mr. Spock. Der nimmt mir schon wieder die Vorfahrt hier. Das, hey, Polizei! Der hat mir das Vorderrad kaputt gefahren. Tschüss. Tja, hast du wieder nicht aufgepasst? Bist du wieder zu schnell um die Ecke umgefahren, so wie du es immer magst? Ich Vorfahrt. Vorfahrtstraße. Hallo. Der meinte einfach, oh, ich zieh da mal voll rein. Wir sollten aber vielleicht vorher mal gucken, ob das Feld nicht gepflügt werden muss. Ah, oh, wurde gemulcht. Das zeigt das sogar auch an. Ja. Gut, es muss nicht gepflügt werden. Das ist gut. Dann, sonst wäre das schlecht gewesen. Na, sonst hättest du den 1050er damit nicht benutzen sollen, ne? Tja, aber so geht das bei. Also ich denke, ich werde wirklich auf das Feld Baumwolle machen. Ich werde es voll mal riskieren. Es gibt die Schneiderei, glaube ich, heißt das, wo das. Hallo, wieso geht das jetzt wieder nicht? Oh. Wo das was? Nein, ich bin gerade hier wieder am Kämpfen mit VCA gewesen. Wo aus Stoff Kleidung gemacht wird. Also wie gesagt, es gibt eben die Bahn ist lang, da können wir mal kurz hier ins Baumenü gehen. Produktion, wo haben wir es denn? Wir haben die Spinnerei aus Wolle Stoff.
Und dann gibt es hier die Schneiderei aus Stoffkleidung. Kostet nur 100.000. Nur, ne? Ist ja harmlos. Ach ja. Das Phänomen. Was für ein Phänomen? Ach so, das Phänomen. Oh Mann, ich bin dran. Moment, lass mich kurz die Bahn hier noch zu Ende kreiseln. So. Liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind die Nachbarsbauern in Haut-Belleron. Ich bin der Franken Andi und da drüben sitzt der Gaggi. Wir sind auf YouTube immer jeden Tag um 12 Uhr und auf Twitch meistens freitags, nur jetzt gerade immer donnerstags, weil Weihnachten und so. Lasst mal bitte ein Däumchen bei uns da. Kanäle seht ihr da. Ja, ihr wisst schon, da drüben halt, ne? Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss. Jo, auch von mir. Tschüss, bis morgen.